Zwei Wächter verhafteten meinen Großvater, weil sein Kautschukkorb nicht voll war. Sie steckten ihn in eine Grube und trampelten auf ihm herum. Daran ist er gestorben. Dies sind die Worte eines Kongolesen aus einem Bericht des belgischen Afrika-Archivs. Die Demokratische Republik Kongo erlitt zwischen 1885 und 1908 eine der grausamsten Kolonialisierungen durch den belgischen König Leopold II., der unter dem Vorwand der Zivilisierung und wirtschaftlichen Entwicklung das Kongo-Gebiet erbarmungslos missbrauchte. Ganz unbemerkt erwarb der König große Ländereien in Kongo, das 76 Mal so groß wie Belgien war, und erklärte es im Nachhinein als sein Privateigentum. Für gewöhnlich gehörten Kolonien dem Staat. Doch durch sein geschicktes Taktieren konnte König Leopold II. Während der Afrika-Konferenz in Berlin die europäischen Staaten und die USA von seinem eigenen Kongo-Freistaat überzeugen. Während seiner Herrschaftszeit in Kongo wurde die Bevölkerung durch Zwangsarbeit, Krankheiten und Hungersnöte über 23 Jahre lang stark dezimiert und schätzungsweise starben 10 bis 15 Millionen Menschen. Mit grauenvollen Methoden wurden die Menschen gezwungen zu arbeiten. Und die kongolesischen Untertanen wurden von einer speziellen Armee überwacht. Die sogenannte Force Publique bestand aus rund 20.000 Mann, hauptsächlich Afrikanern, wobei nur die Offiziere Weiße waren, und sie koordinierten die Ausbeutung. Jedes Dorf musste eine bestimmte Menge an Kautschuk liefern, denn sonst wurden sie schwer bestraft. Die Soldaten hackten sogar Füße und Hände der Einheimischen, die sie erschossen, weil sie nachweisen mussten, dass sie keines der teuren Munitionen grundlos vergeudet hatten, denn sonst wurden sie bestraft. Falls ein Soldat seine Waffe für die Jagd verwendete, hackte er einfach einem Unschuldigen die Hand ab oder schnitt seine Nase, um einer Bestrafung zu entgehen. Zwangsarbeit, Misshandlungen und unmenschliche Bedingungen wurden zur Norm, und die Bestrafungen waren grausam und oft öffentlich, um andere einzuschüchtern. Soldaten, die gefangene Frauen eigentlich beaufsichtigen sollten, suchten sich die schönsten aus und vergewaltigten sie. Und auch die Geburtenrate in Kongo sank dramatisch. Zunächst wurde mit Elfenbein gehandelt und die Sklaven mussten über hunderte von Kilometern Stoßzähne transportieren. Diese wurden dann in Europa zu Klaviertasten, Billardkugeln oder Griffe für Spazierstöcke verarbeitet und den wohlhabenden Bürgern verkauft. Doch im Jahre 1888 wurde das Gummi erfunden, welches aus Kautschuk hergestellt wurde. In den tropischen Regenwäldern des Kongos waren reichlich Kautschukbäume vorhanden und es wurde zu einem sehr begehrten Rohstoff. Über 7000 Tonnen Kautschuk wurden damals von Kongo nach Europa geliefert. Schätzungen zufolge erwirtschaftete König Leopold umgerechnet zwischen 125 und 500 Millionen Euro. Doch noch bevor Leopold zum König von Kongo wurde, entsandte er den britischen Entdecker Henry Morton Stanley ins Kongo-Becken. Offiziell wurde Stanley beauftragt, die Region nur zu erforschen, doch hinter den philanthropischen Gedanken verbarg sich Macht und Gier. Der Entdecker schloss für das Unternehmen des Königs Verträge mit Stammesfürsten ab, erwarb große Ländereien und gründete in Kinshasa eine Basis für die weitere Expansion. Danach erhielt König Leopold Unterstützung vom deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck und als Vermittler organisierte Bismarck eine Kongo-Konferenz in Berlin. König Leopold wurde gelobt und applaudiert und neben Deutschland und USA erklärten sich auch die restlichen europäischen Länder einverstanden, dass König Leopold der alleinige Besitzer des neuen Kongo-Freistaates wurde. Den Staaten bei der Konferenz wurde der freie Handel ohne Zollgebühren und anderen Abgaben im Kongo-Gebiet versichert. Der britische Journalist Edmund Morel fand heraus, was für ein Leid Leopold in Kongo angerichtet hatte und fotografierte auch die Menschen mit abgehackten Händen. Seine Berichte über die schrecklichen Bedingungen erreichten die internationale Gemeinschaft und nach anhaltendem Druck verließ letztendlich König Leopold den Kongo und überließ alles dem belgischen Staat. Obwohl auch in anderen Regionen Afrikas die Ausbeutung unter unmenschlichen Bedingungen in vollem Gange war, erschütterten Leopolds Methoden selbst die hartgesottenen Zeitgenossen. Bis ins Jahre 1960 war Kongo eine Kolonie Belgiens und hieß Belgisch-Kongo. Der belgische Offizier Leclerc schrieb in seinem Tagebuch dieses entsetzliche Ereignis nieder. Ein Mann, der durch den Wald lief und nach seiner Frau und seinem Kind rief, kam zu nah an unser Lager heran und bekam von einer unserer Wachen eine Kugel in den Leib.
Sie brachten seinen Kopf. Noch nie habe ich eine solche Verzweiflung, eine solche Angst in einem Gesicht gesehen. Wir brannten das Dorf nieder. Jahrzehntelang wurde König Leopold II. Als ein Wohltäter und Menschenfreund zitiert. Trotz seiner Gräueltaten im Kongo stehen noch heute mehrere Statuen des Königs in Belgien und auch Straßen und Museen sind nach ihm benannt worden. Erst in den letzten 20 Jahren wurden die Proteste für die Entfernung all seiner Andenken immer lauter. Falls euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, ein Like und Abo zu hinterlassen. Vielen Dank fürs Zusehen.